Hä? Ich bin ein Mann. So, wir sind jetzt komplett von das. Stehen wir überhaupt gelungen? Was? Halt! Ja, ihr habt sicherlich jetzt auch ein großes Fragezeichen über Kopf. Powerpunkt gefunden, Vita. Wir haben hier jetzt Laguna, Kyros und Wart. Ich lasse es einfach mal ein Geheimnis sein und lasse es einfach mal im Raum stehen. Krasse Battlemucke, oh ja, Mann. Auf jeden Fall gute Mucke. Wir kämpfen gegen Fongo Ongos und Heulechsen. Und wir haben eine gänzlich andere Truppe. Bestehend aus Laguna, Wort und Kiosk. Was das alles zu bedeuten hat, das werden wir nach und nach jetzt natürlich entdecken. Aber jetzt lassen wir uns das einfach mal so akzeptieren. Die haben jetzt die gleichen Kopplungen wie Charaktere, die jetzt verkörpern. Zum Beispiel ist Laguna jetzt gerade Squall. Kyros ist, glaube ich, Selfie und Wort ist Zell. Wenn ich das mal beim Zaubern gucke. Nee, Kyros ist Dingens. Wie heißt Zell? Und Wort ist Selfie. Sehr gut. Ich habe jetzt eine ganze Zeit geschwiegen. Keine Ahnung wieso. Die halten jetzt natürlich auch alle Level ab und haben auch die gleichen Gelf. Ein Zauber wie wir. Wurde halt eben übertragen. Keine Sorge, was das jetzt alles jetzt bedeuten hat, das wird sich alles aufklären. Auf jeden Fall. Gut, kurzer Cut an der Stelle. Wurde mal kurz unterbrochen. Kann ja mal vorkommen. Auf jeden Fall. Hey, wir sind doch im Krieg. Wir kämpfen doch gegen die Timmersoldaten. Wie kommt es dann, dass wir mit Tieren herumtollen? Das ist, ich meine, nein, du hast dich verlaufen. Wir gehen zurück zur Basis, auf nach Delling City. Hey, Laguna. Ich sag's euch, ihr werdet diese drei lieben lernen. Aqua. Haben alle 100 Mal. Brauche ich nicht. Halt auf, halt zurück zur Basis von Delling City. Wo immer das sein mag, oder was immer das, auch immer das sein mag. Ein von Gongo, nee, drei. Feuer. Diese verdammten Pilze. Die sind da richtig nervtötend. Ihr habt ja auch gerade im Feierkampf gesehen, die können einen einschläfern. Und das, ah. Wir setzen hier auch, glaube ich, auch gerne mal als Konter ein. Zaubersplitter. Die kann man gut gebrauchen. Steckt doch in die Wagen ein. Ich wollte gerade sagen. Ja, fahren wir mal zurück zur Basis.
Hey, musst du hier parken? Na und, warum nicht? Ja, park einfach mitten in der Straße. So, jetzt betrinken wir uns mal. Hey, du verträgst ja nichts. Du bist doch nicht auf Drinks aus. Gib das doch endlich zu. Trink du deinen Orangensaft, Logan. Du starrst sowieso nur auf dieses Piano Girl. Sag nicht Piano Girl. Okay, okay, dann eben nicht. Ich werde dort nicht mehr hingehen. Du wirst aber trotzdem hingehen. Ja, schön, erstmal die ganze Verkehre blockiert. Wir sind plötzlich wo ganz anders. Das müsst ihr alles wirklich nicht verstehen. Das deckt sich später alles auf. Ach, hier geht's gar nicht lang. Jetzt bin ich in den Turm da reingegangen. Und hier ist Sackgasse, heißt wir müssen den anderen Weg entlang. War es hier lang vielleicht? Moment. Hier lang, oder? Da nach unten, genau. Ah, das sieht, glaube ich, schon richtig aus. Ja, da sind wir doch. Ja, hier. Eben speichern. Gut. Dann wollen wir, glaube ich, einmal. Ja, wir sind eigentlich fertig hier. Einmal hier runter. Wir wollen uns ein bisschen besaufen gehen. Guten Abend, Ihr Platz ist immer frei. Was ist das denn? Was ist? Ist was los? Gut, nach einer weiteren Unterbrechung kannst du auch mal weitergehen. ich weiß nicht. Achso, was ist hier los? Die haben. Achso. Sitzen Sie sich hin, danke. Ein Traum? Laguna ist mein Traummann. Jo, was geht hier ab? Was ist mit mir los? Ja. Setzen. Lass uns saufen, bis wir umfallen. Oh, da klingt doch schon mal noch ein Plan. Was hätten Sie gerne? Das Übliche. Ich auch. Volle Kanne. Ach ja, die Truppe. So, Laguna, da ist deine Julia. Heute solltest du mal hingehen. Ja, los. Reg keinen Scheiß, Julia ist gerade im Dienst. Da ist uns doch noch nie enttäuscht. Geh jetzt auf die Bühne. Das ist doch lächerlich. Trotzdem, Laguna, steh auf und geh zu Julia. Pardon. Jetzt ist's lustig. Na los, Laguna, zeig, dass du ein richtiger Mann bist. Mein Gott, Julia ist so nah. Er tut es wirklich. Mist. Ich bekomme einen Beinkrampf. Au. Ach ja.
Wie traurig. Dann gehen wir halt wieder zurück. Hat ja super geklappt. Gut gemacht. Gut gemacht. Mission beendet. Setz dich. Das habe ich dir nicht zugetraut. Jetzt kriegst du einen Pluspunkt. Aber du hast doch dich von Julia etwas daneben genommen. Männlichkeit minus 3 Punkte. Sagt, was ihr wollt. Puh. Bist du schön, Julia? Ah. Wow. Laguna, wir werden jetzt gehen. Was ist denn? Bleib doch noch ein bisschen. Wir spendieren dir alles. Lass dir ruhig Zeit, Laguna. Darf ich mich jetzt hinsetzen? Wow! Oder störe ich gerade? Absolut nicht. Bitte stünde. Wow, das ist die echte Julia. Was mache ich? Kiros, wart, helft mir doch. Was soll ich sagen? Gott, wie ist es, sie schön? Ja. Ah, Laguna. Hast du dich etwas beruhigt? Irgendwie schon. Wie geht's deinem Bein? Ach, das passiert regelmäßig. Das ist nicht so schlimm. Jedes Mal, wenn ich aufgeregt bin, kriege ich Beinkrämpfe. Warst du aufgeregt? Ja klar, auch jetzt noch. Ach komm, ich will nicht, dass jemand wegen mir nervös ist. Tut mir leid. Ich habe einen Vorschlag. Wollen wir nicht zu mir ins Zimmer? Dein Zimmer? Naja. Hier ist nicht der richtige Ort. Die ganze Umgebung lauscht uns. Aber nur, wenn du willst. Ich wollte immer mit dir reden. wie da alles steht. Magst du nicht? Doch, doch, doch. Ich warte auf dich. Ich sage dem Hotelier am Eingang Bescheid. Das ist ja wie ein Traum. Hoffentlich ist das ein Traum. Nein, das ist kein Traum. Ja, das ist auch nicht. Julia, will mit mir reden. Der denkt zu viel. Mit mir allein. Was machst du jetzt, Laguna? Mach, was du willst. Und bisher habe ich immer den Fehler gemacht, dass ich alleine geredet habe. Heute werde ich Julia reden lassen. Sex Appeal verführen. Ah, gut. Laguna, du schaffst das. You're the man. Laguna for President. Guten Abend, wollen Sie übernachten? Wo ist das Zimmer von Julia? Du gehst wirklich hin? Sie sind Herr Laguna? Wir haben eine Nachricht erhalten. Ich werde Sie ins Zimmer von Miss Julia begleiten. Nett, dass du gekommen bist. Ja, finde ich auch. Danke für die Einladung. Setz dich.
Willst du schon gehen? Wir haben doch noch nicht einmal geredet. Nein, nein, so ist es nicht. Ich bin ein großer Fan von dir, von daher etwas aufgeregt. Ich habe dich sehr oft gesehen. Du hast mich gesehen? Du hast mich immer angelächelt, nicht wahr? Ich mag deine Augen, auch wenn sie jetzt etwas verunsichert sind. Komm, ich tue dir nichts an. Ich will mich mit dir unterhalten und dir in deine Augen schauen. Ja, ja, das sagen alle Mädchen. Lass uns etwas trinken. Magst du Rotwein? Das darf nicht wahr sein. Eigentlich hasse ich Kriege, aber ich komme viel durch die Welt. Verstehst du, was ich meine? Außerdem bin ich immer mit Kios und Ward zusammen. Das sind meine besten Freunde. Wir können ja mal zusammen was trinken gehen, okay? Okay? Und was wollte ich noch sagen? Später will ich Journalist werden. Dann kann ich jedem berichten, was ich auf der Welt erlebt habe. Im Ernst? Der Typ hat sich ja bei dir schon eingenistet. Ach ja, neulich wurde mein Beitrag in einer Zeitschrift veröffentlicht. Das war echt eine Freude. Das war großartig. Ja, bestimmt. Genau, und dazu kam... Sorry, ich wusste nicht, dass du nichts verträgst. Du hast wie ein Kind geschlafen. Ups, ich wollte nicht. Irgendwie bin ich eingeschlafen, ohne es was zu merken. Erzähl doch mal was du später machen willst oder und ähnliches. Ich will nicht nur Klavier spielen, sondern auch singen. Das will ich gerne hören. Nur wenn's klappt. Mir fiel bisher kein guter Text ein. Ach so, das ist auch bestimmt nicht einfach. Ich denke aber, dass ich durch dich einen schreiben kann. Durch mich? Ja, genau. Du hast mir all deine Gefühle gezeigt. Dein Schmerz, deine Freuden, deine Sorgen und deine Wärme, die durch deine Augen dringt. Du hast mir wirklich geholfen. Das wäre bestimmt ein guter Text. Wahnsinn! Es ist wie ein Traum. Siehst du, das ist kein Traum. Laguna, eine neue Mission. Schnell in die Residenz. Können wir uns wiedersehen? Aber klar, ich muss auch unbedingt dein Lied hören. Nächster Halt, Timber. Timber. Nächster Halt, Timber. Timber. Haben wir alle geschlafen? Das war nicht etwa Betäubungsgas? Die Seeds sind nicht überall beliebt. Das hat was auf sich. Wir sollten vorsichtig sein. Hat man uns bestohlen? Hat man uns was angetan? Scheint nicht so. Wir sind noch alle Jungfrauen. So ein Glück. Ich bin okay.
hatte einen schönen Traum. Ich habe auch geträumt. Ein schöner Traum war es zwar nicht. Ich habe geträumt. Ich war ein Vollidiot. In Kürze erreichen wir Timber. Wir bitten Sie darauf zu achten, dass Sie nichts zurücklassen. Ja, Laguna war echt super toll. Ich habe auch von Laguna geträumt. Ein galbadianischer Soldat, oder? Laguna, Kyros und Wal. Was? Ha, genau. Was hat das zu bedeuten? Nachdenken nützt jetzt nichts. Denken wir lieber an unsere Mission. Sie hat recht. Legen wir diesen Vorfall zu den Lanken. Ich werde es dem Direktor berichten, wenn wir wieder zurück sind. Ach ja, wir sind ja gleich da. So, jetzt geht's aber. Jetzt aus. Jetzt geht's auf. Ja. Ja. Ich auch. Punkt. Ein Fall für Akte X. Ja, das war mal eine Bahnfahrt, ne? Mysteriös. Natürlich kommt der Zug auf einmal plötzlich zum Stehen. Ist ja nicht so, als müsste der Fall irgendwie noch abbremsen oder so. Na gut, am Ende sind wir eben doch da, wo wir eigentlich sein sollen. Gut, irgendwo soll jetzt einer von dieser Organisation sein, die wir anreden sollen. Mal schauen, wer das ist. Es ist bestimmt die alte Oma da unten. Der Wald hat sich verändert. Es leben aber noch Eulen. Willkommen im Timber, folgt mir bitte. Moment. Sie sind verreist, der Laden ist zu. Obwohl ich meinen Luke hier abgegeben hatte. Blöder Zuhändler. Na dann. Herzlich willkommen, wie gefällt dir Timber? Ist hier noch was? Timber-Schlüssel, Trainer, Stadtführer, Bahnmodell, ein Magazin wie unten anstatt. Tränende Eule, was ist das? Die Tränende Eule ist zurzeit ausverkauft. Aber ein alter Mann hat sie mal gehabt. Stadtführer? Den Stadtführer kann ich nicht mehr verkaufen. Kann ich aber gucken, wollt ihr? TV. Kneipe. Timbermaniacs. Standort. Okay. Das sieht interessant aus. ja. Hilfe. Ich habe sie selbst gezeichnet. Klar, sauber und eindeutig, nicht wahr? Toll. Bahnmodell. Die Bahnmodelle sind ebenfalls ausverkauft. Watts und Ton haben das letzte Stück gekauft. Früher hatte der Hotelier die Modelle hergestellt. Er war wirklich großartig. Aber nachdem er im Krieg gefallen ist, kann niemand sie mehr bauen. Ist ja super. Boah, ein Magazin. Wie unanständig. Das Magazin. Es ist leider nichts für Jugendliche. Außer bei Ton. Er hat bei mir so viel gekauft, dass ich eine Ausnahme mache. Was ich ihm aber nicht besorgen konnte, ist die Zeitschrift Girly Times. Falls ihr sie finden solltet, könnt ihr Tonja Bescheid sagen. Ja, schade. Das Interessanteste konnten wir uns jetzt leider auch nicht kaufen. Das hat er ja zwar noch, aber wir sind ja noch Jugendliche. Ja. Hierher bitte.
Ihr seid also die Seals. Ich bin Anführer Squall. Rechts Cell, links von mir Selfie. Schön euch kennenzulernen. Ich bin der Anführer der Waldeule. Jo. Was müssen wir für euch tun? Immer mit der Ruhe. Wir wollen doch erst einmal uns erst einmal vorstellen. MD Watts kennst du schon. Fehlt nur noch unsere Prinzessin. Unsere Prinzessin macht gerade ein Nickerchen. Schon wieder. Squall, tu mir bitte einen Gefallen. Entweck bitte unsere Prinzessin. Die Stufen hoch, geradeaus und ganz hinten links. In den anderen Räumen sind noch unsere Mitglieder. Wenn du Fragen hast, kannst du sie ihnen stellen. Wurden wir als Laufburschen angestellt? Hm? Seid ihr jetzt böse? Wir sind keine Sklaven, wir sind die Seeds. Das ist das letzte Mal, dass ich solche Anweisungen befolge. Ah. Na dann. Wollen wir die Prinzessin mal wecken? Lala. Wer das wohl sein mag? Unsere Prinzessin schläft im Nebenzimmer. Wie bitte? Du willst sie wecken? Gott, bist du mutig. Das regelmäßige Rattern der Bahn macht mich ganz müde. Wir speichern mal nicht, oder? Ich gehe jetzt erstmal die Wecken. Kann sein, dass wir noch in eine lange Zwischensequenz gelockt werden. Aber hey. Du bist doch... Wir haben zusammen getanzt. Bist du etwa ein Seed? Jupp. Ich bin der Anführer, Squall. Unten warten noch zwei andere. Wow. Hurra, die Seeds sind gekommen. Bleib locker. Ich bin wirklich froh darüber. Ich hatte den Auftrag schon vor Ewigkeiten an den Garten geschickt. Ein Glück, dass ich direkt mit Direktor Sid gesprochen habe. Ich verstehe. Du hast während der Feier unseren Direktor gesucht. Kennst du Cypher? Ja. Er ist derjenige, der mir Direktor Sid vorgestellt hat. Der Direktor ist wirklich nett. Ich dachte, dass die Seeds unserer armen Gruppe nicht antworten. Aber als ich mit dem Direktor sprach, war er sofort für uns. Da ihr jetzt hier seid, können wir nun sämtliche Pläne durchführen. Was machst du da? Huch. Ich geh jetzt wieder runter. Okay, lass uns los. Squall, ist er auch da? Wer? Er? Cypher. Nein, er ist kein Seed. Ach so. Ach ja, ich heiße. Yay, Irinoa. Den Namen lassen wir natürlich auch so. Einer der wenigen Charaktere, den man umbenennen kann. Soll wahrscheinlich so gedacht sein mit... Keine Ahnung, du hast... Sitzt du und kannst du deine Freundin nachbenennen, irgendwie sowas. Wir lassen aber Rinoa. Schön, dich kennenzulernen, Squall. Gut, das erste Mal, dass sie die Hand gibt. Ach ja, seit wann können Seeds eigentlich tanzen? Es könnte ja sein, dass wir während einer Mission jemanden bei einem Tanzabend kontaktieren müssen. Wir sind eben auf alles vorbereitet. Puh, das gehört also für dich bloß zum Job, ne?
Dabei war es... Was? Ich will sie dir vorstellen. Das ist meine Partnerin. Ihr Name ist... Jo, da haben wir Rinoas Hund. Den können wir jetzt auch umbenennen. Hündin. Angel. Den lassen wir aber auch so. Willst du wissen, was Angel alles kann? Tutorial. Darf natürlich auch nicht fehlen. Rinoa benutzt ihren Hund Angel. Im Statusmenü kann Angel Spezialtechniken lernen. Im vierten Fenster erscheint eine Liste der Spezialtechniken, die Angel lernen kann. Die Balken rechts zeigen, wie weit der Lernprozess vorangeschritten ist. Wenn ein Balken voll ist, bedeutet das, dass der Hund diese Technik beherrscht. Und wenn er dagegen noch nicht voll ist, heißt das, dass der Hund diese Technik noch erlernen muss. Um eine neue Spezialtechnik zu erlernen, muss die Technik ausgewählt und mit X bestätigt werden. Rinoa braucht jetzt nur noch herumzulaufen, damit Angel die Technik erlernt. Wenn dabei eine Technik angewählt wird, die schon erlernt worden ist, erscheint beim Verlassen dieses Menüs eine Warnung. Wenn Techniken noch zu erlernen sind, sollte man sie anklicken. Welche Techniken erlernt werden können, erfährt man beim Lesen der Zeitschrift Mein Hund. Auch die Lektüre dieses Heftes sollte man immer das Menü überprüfen. So viel zur Spezialtechnik von Rinoa. Siehst du? Ich muss jetzt etwas Wichtiges erledigen. Sei also brav, Angel. Ich gehe schon mal vor. Na sowas. Ich will jetzt aber speichern. Geht das? Ja, es geht. Sehr schön. Haben wir das auch nochmal eben abgehakt? Dann können wir uns beim nächsten Mal ansehen, was die denn wirklich jetzt von uns wollen. Ich beende nämlich die Aufnahme jetzt hier erstmal. Habe wieder eine gute Stunde gemacht, so. Nun gut, ich hoffe, das Let's Play hat euch soweit gefallen. Und hoffentlich sehen wir uns auch beim nächsten Mal wieder, wenn's heißt Let's Play Final Fantasy 8. Bis dann und bis zum nächsten Mal. Tschüss, Leute.